Oh mein Gott, Leute, heute gibt es ein 10.000 Euro Hide-and-Seek im Kinderspieleparadies, Leute. Hey, Leute, Crymax hier, was geht ab, mit Paul Berger? Heute sind wir mal wieder nicht allein am Start. Heute mit dabei Lukas Ballstars. Moin, Freunde, was geht, Alter? Dann haben wir da noch Marvin Flock. Was geht, Freunde? Hashtag den Burger Pommes in die Kommentare. Und dann ist da noch Ehrenbruder Leontin. Ja. Auf Burger Pommes. Und Leute, heute gibt es ein 10.000 Euro Hide-and-Seek in diesem Spieleparadies. Leute, wir sind hier im Pinocchio Kinderspieleland, Leute, in Mannheim. Danke, dass wir das Ganze hier drehen dürfen, Leute. Und ich würde sagen, Freunde, ihr habt jetzt 2 Minuten Zeit, um euch zu verstecken, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr erfahren wollt, Leute, wer die 10.000 Euro gewinnt. Und dann würde ich sagen, let's go. Okay. Oh mein Gott, Leute, die anderen haben jetzt 2 Minuten Zeit, um sich zu verstecken, Freunde. Das Ganze ist hier einfach übertrieben krass. Es gibt hier Trampoline, Rutsch. Es gibt hier oben so eine Hängebahn. Alles, Leute. Und ich muss die ganzen Paul Berger finden. Übrigens, Leute, damit es noch ein bisschen schwieriger ist, macht auch noch der Kameramann Lukas mit, Leute. Also ich muss jetzt hier insgesamt 4 Paul Berger finden, Leute. Okay, Leute. Ich habe schon ein richtig krasses Versteck auf jeden Fall im Kopf, Leute. Da wird Max safe niemals drauf kommen. Und zwar, Leute, wir haben jetzt ein riesen Klettergerüst, Leute. Hier mit so krassen Rutschen. Alles hier am Start, Leute. Und hier ist so ein verbotener Eingang. Hier ist, da kann man hinten hingehen. Ey, ich guck mal, ob ich da hochkomme. Ich verstecke mich da oben drauf. Ich cheate jetzt einfach. Oh mein Gott. Digga. Hier drauf. Oh mein Gott, ihr im Helikopter. Ey, Leute, ich gehe einfach oben drauf. Leider hat Leontin die Aufnahme in Zeitraffer aufgenommen. Ich probiere mal hier hoch zu klettern. Scheiße, es ist rutschig. Ich habe nur normale Socken. Oh mein Gott. So, Freunde, die anderen haben jetzt nur noch weniger als 1 Minute Zeit, um sich zu verstecken. Dann werde ich auf jeden Fall kommen, Leute. Oh, da hinten beschwert sich schon jemand. Ich glaube, das ist Leontin. Oh, warte, ich habe gehört, dass das aus dieser Richtung kam, Leute. Ich bin echt gespannt, wo sich die anderen verstecken werden, Leute. Oh, Leute, hier ist einfach offen, Digga. Hier ist einfach ein Reißverschluss. Oh mein Gott, der klemmt. Nein. Leute, der klemmt, der Reißverschluss. So, Leute. Hey, Leon, du musst dein eigenes Versteck suchen. Da, sonst findet Max auch noch uns beide. Ja. Ich geh dann hier hin. Oh, sorry. Versteck dich so hier hinten irgendwo. Okay. Weil sonst findet er uns noch beide. Ich hab ein zu krasses Versteck hier. Alter. Guck mal, wie ich hier oben hänge. Bruder, das kannst du keinem erzählen. Ey, ich bin so am Cheaten, sag ich euch. Oh mein Gott. Digga. Ich hab so Angst, dass ich hier runterfall. Hier kommt Max niemals hoch. Mein Freund. Da ist einfach ein Crymax. Oh mein Gott, Marvin ist einfach da oben. Ich glaube, wir müssen uns ein anderes Versteck suchen. Das hier ist übelst offen. Und let's go, Leute, der Timer ist abgelaufen. Und Leute, ab jetzt habe ich 20 Minuten Zeit, um hier alle Paul Berger zu finden. Leute, müssen uns richtig ranhalten, Freunde. Let's go. Wir werden jetzt erstmal hier vorne anfangen. Hier, Leute, bei diesen Sitzen. Vielleicht hat sich irgendjemand hier unter den Tischen versteckt. Leute, das Ganze ist hier auf jeden Fall ziemlich groß. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Dann gucken wir mal hier bei den Trampolinen, Leute. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Oh mein Gott, Leute, guck mal, so verlassene alte Spielautomaten hier. Okay, Leute, wir schauen mal hier hinten direkt mal hier unter den Tischen. Hinter den Trampolinen, Leute. Ich glaube, das ist hier sogar so ein verbotener, abgesperrter Bereich. Aber bis jetzt sehe ich hier noch keinen von den anderen Paul Bergern. Alter, ich habe so ein krasses Versteck, Digga. Ja, so an so einer Platte dran. Leute, Max wird mich hier niemals finden, ich schwöre es euch. Da hinten seht ihr noch Leontin. Ich glaube, wenn Max da jetzt da hinten dran ist, dann greife ich einfach nicht noch. Ich habe ein nächstes super Versteck gefunden. Einfach in den Kinderbereich. Gehen wir jetzt ins Bällebad rein. Verstecken uns unten drunter. Jetzt guck mal. Was ist das für ein super Versteck? Oh, guck mal, eine Hüpfburg, Leute. Oh mein Gott. Leute, hier ist so ein Gitter. Leute, hier ist einfach so abgesperrt. Ich glaube, hier dürfen wir gar nicht lang. Okay, aber egal. Wir gehen hier trotzdem durch. Oh mein Gott, Leute. Guck mal, hier ist eine Kletterwand. Ist da oben jemand auf der Kletterwand? Ich glaube nicht, Leute. Okay, es geht weiter.
hier in der Hüpfburg. Wir gucken mal, ob jemand in der Hüpfburg drin ist. Hallo, ist hier jemand? Ich glaube aber nicht, Leute. Ey, wie lange ich einfach hier schon nicht mehr drauf war. Ey, ich sage euch ehrlich, Leute, diese Kinderspieleparadiese, das war einfach immer damals so nice. Ich war voll oft an meinen Geburtstagen in so einem Ding drin. Boah, was ist das denn hier? So eine Drehplatte. Aber Leute, okay, Leute, ich darf mich hier nicht so sehr ablenken lassen. Okay, wir müssen weiter. Ich will mal gerne wissen, wo Lukas ist. Ist hier denn jemand? Nein, hier ist niemand. Oh mein Gott. Alter, ist an mir vorbeigelaufen, Leute. Leute, ich höre die ganze Zeit Max. Der ist direkt an mir vorbeigelaufen. Unter einen Meter. Und er hat hier nicht reingeguckt, er hat nicht gecheckt, dass ich hier bin. Das ist zu krank, das Versteck. Oh, Leute, guckt euch das mal an. Hier gibt es sogar einen Basketballplatz. Leute, wie krass ist das denn hier? Voll cool. Oh, und schaut mal. Ey, hier ist sogar so eine, sieht man das hier? Da ist sogar so eine Kartbahn hier drin. Kann man mit diesen Autos fahren? Das ist ja voll krass, Leute. Es tut alles weh. Oh, das ist auch so eine Staubschicht hier oben. Schreibt mal in die Kommentare, ob das ein gutes Versteck ist oder nicht. Ey, aber ich darf mich hier echt nicht so sehr ablenken lassen, weil wir müssen hier alle Paul Berger finden. Okay, da hinten ist auch niemand. Alles gut. Okay, Leute, hier sollte man, glaube ich, auch nicht hin. Hier sind so ein bisschen Leitern und sowas. Ich glaube, da ist aber auch niemand. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute, guckt euch mal dieses riesige Klettergerüst hier an. Okay, Leute, wir gehen da jetzt rein, weil ich habe das Gefühl, ich habe ja am Anfang hier Stimmen gehört. Ich glaube, das war auch Leontins Stimme. Oh mein Gott, ich muss hier durchklettern. Ey Leute, ich bin, glaube ich, zu alt dafür. Ich glaube, ich bin zu alt dafür, um hier reinzugehen. Aber wir machen es natürlich trotzdem, weil es geht um 10.000 Euro. Oh mein Gott. Bro. Ey Leute, ich glaube, ich habe mich hier verirrt. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich weiß gerade gar nicht genau, wo der ist. Aber der war da hinten bei Hüpfburg. Ich verstecke mich auch mal bei der Hüpfburg. Ich gehe da mal kurz hin. Bist leise, geh woanders hin. Ich hab ihn dort gesehen. Geh da lang, schnell. Das ist mein Platz. Geh, versteck dich mal hin, da war er noch nicht. Hör, da oben ist der drin. Das Ding ist, ich musste da hinten weg. Ich hab mir so richtig wehgetan hier. Und einfach, wenn der einmal gerade guckt, sieht er mich. Aber ich bin ganz oben drauf geklettert und hab gescheatet. Leute, ich werde hier gleich heimlich rausgehen und ein noch besseres Versteck mir holen. Ich glaube, ich ergreife kaum die Flucht. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Ich glaube, ich gehe hinten zum Kiosk. Leute, ich mache jetzt einen 100.000 IQ-Move. iCrimex hat bei den Trampolinen als erstes geschaut. Das heißt, wir versuchen jetzt zu den Trampolinen zu kommen. Warte mal, ich muss hier diesen Hindernissen ausweichen. Oh mein Gott, nicht hinfallen. Okay, was ist das hier? Leute, was ist das hier? Was ist das hier für eine Kanone? Oh mein Gott, kann man die schießen oder was? Ich glaube, da muss man hier so eine Bälle reinmachen. Okay, hier ist auch niemand. Boah, guck mal, so eine Ringelrutsche hier, eine große. Ey, wisst ihr was? Mein Gefühl sagt mir, wir sollten mal in diese Ringelrutsche reinschauen. Vielleicht versteckt sich da jemand drin. Boah, Leute, aber die ist richtig dunkel. Die sieht irgendwie ein bisschen gefährlich aus. Wir gucken erstmal hier das normale Klettergerüst hier weiter. Okay, ich glaube, Leute, ich glaube, hier ist niemand drin. Ey, Mann, wo sind die denn alle versteckt? Wir haben bis jetzt noch keinen gefunden. Das kann doch nicht sein. Leute, wir gehen in die grüne Rutsche rein. Wir gehen erstmal in die grüne Rutsche rein. Wow. Okay. Ey, das kann nicht sein, Leute. Ich sehe hier einfach niemanden. Das geht doch nicht. Okay. Leute, dann hier über das Hindernis hier drüber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich bin zu alt dafür. So, weiter geht's dann. Einmal hier durchdrücken. Oh. Okay. Ey, was? Leute, es gibt hier noch ein weiteres Stockwerk. Da müssen wir auch noch hochgehen. Okay. Wow, Leute. Hier ist die riesen XXL-Rutsche. Oh mein Gott. Okay, das ist cool. Wow. Oh mein Gott. Wow. Ey, die Rutsche geht richtig ab. Aber Leute, wir haben hier einfach noch niemanden gefunden. Wo seid ihr alle? Aber eine Vermutung, Freunde, habe ich ja noch die ganze Zeit. Und zwar diese blaue Rutsche hier. Leute,
Ich darf nicht vergessen, es geht hier um 10.000 Euro. Nein. Nein, Leute. Nein. Nein, ich kann doch hier nicht hochklettern. Ich glaube, ich muss die ganz normal runterrutschen. Aber Leute, das kostet jetzt zu viel Zeit. Da können wir später nochmal schauen. Wir gucken jetzt hier erstmal weiter, ob wir jetzt überhaupt hier mal jemanden finden. Boah, guck mal, hier gibt es so eine Surfbretter. Vielleicht ist da oben jemand. Alter, Leute. Man kann hier so runtersurfen. Ich glaube, man sollte das nicht im Stehen machen. Aber egal, Leute. Oh mein Gott, das ist so schnell. Okay, Leute, nicht nachmachen, Kinder. Leute, ich will keine 10.000 Euro ver... Oh. Leute, ich habe hier gerade was gehört. Da hinten war gerade ein Geräusch. Da müssen wir gleich nochmal schauen. Aber wir gucken jetzt hier erstmal bei diesen Automaten hier. Hier gibt es richtig krasse Spielautomaten. Huh. Nein. Leute, da ist niemand. Leute, vielleicht bei den Toiletten. Ey, bestimmt versteckt sich jemand in den Toiletten, Leute. Ey, Leontin, wo ist Max gerade? Max ist gerade bei dem kleinen Spieleparadies. Ist der ganz vorne? Ja. Okay, kann ich rauskommen? Ja. Okay, okay. Du kannst rauskommen. Ich glaube, er ist hinten bei meinem zweiten Versteck. Ich glaube, wir werden jetzt mal reingehen und ein Tor schießen. Gerade beim Kiosk gewesen. Oh mein Gott, ich musste schnell ins Bällebad. Glaubst du, das ist eine schlaue Idee, sich in der grünen Rutsche zu verstecken wegen dem grünen T-Shirt? Ja, geh rein. Okay. Hoffentlich kommt jetzt keine Hilfe auf die Idee zu rutschen. Ich gehe hier nochmal weiter höher. Verstecke ich mich in der Röhre. Okay. Der wird mich safe nicht finden hier. Okay, wir gehen hier mal in die Toilette rein. So, wer versteckt sich hier in der Toilette, ha? Oh mein Gott, warum ist die dunkel? Warum ist es hier so dunkel, Leute? Das ist gruselig. Oh! Okay, da war niemand. Ist hier jemand? Da ist auch niemand. Oh! Da ist auch niemand! Verdammt, Leute! Raus aus den Stinketoiletten hier. Oh nein, Leute. Da ist die Damentoilette. Leute, da kann man doch nicht reingehen. Hallo? Ist hier noch jemand drin? Leute, wir müssen es riskieren. Es geht um 10.000 Euro. Hallo? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein, auch nicht. Ha! Jetzt hab ich dich! Jetzt hab ich dich! Da muss jetzt einer drin sein. Leute! Nein! Ey, Leute, wir haben... Ich muss schnell auf die Zeit schauen. Was sagt die Zeit, Freunde? Die Zeit sagt... Was? Die Zeit sagt nur noch 11 Minuten 50. Fast die Hälfte der Zeit ist um und wir haben noch keinen gefunden. Warte mal. Vielleicht hier hinter der Kasse. Vielleicht ist da hinten hinter der Kasse jemand, Freunde. Okay, schnell, 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 schnell. Wir gehen hier mal ganz kurz rein. So, 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 so. Passt auf, Leute. Vielleicht versteckt sich hier jemand hinter der Kasse. Hallo? Ey Leute, also langsam sehe ich hier nicht mehr durch, Freunde. Okay, und hier sind wir wieder bei diesen Strandkörben, wo ich am Anfang war. Ich bin jetzt hier quasi komplett einmal eine Runde gelaufen und wir haben den gesamten Außenbereich abgesucht, aber Leute, wir waren hier noch nicht im Innenbereich. Hier ist noch ein Vulkan, hier sind so Helikopter da oben noch, Freunde. Da waren wir noch nicht gewesen, auf dem Trampolin waren wir auch noch nicht. Vielleicht sind die alle hier, die Paulberger. Okay Leute, komm, wir gehen nach oben, wir gehen nach oben, wir gehen nach oben. Alter, hier sind so fliegende Helikopter. Oh mein Gott, ist das krass. Aber die sind nur bis 70 Kilo. Ich wiege leider 75, Leute. Ich darf die nicht fahren. Nicht, dass wir damit noch runterkrachen. Hallo, ist hier jemand? Das kann doch nicht sein. Aber das Gute ist, von hier oben hat man eine ganz gute Aussicht. Könnte hier irgendwo jemand sein? Oh, Leute, guck mal, da hinten ist noch so ein Bällebad. Vielleicht ist da jemand in diesem Bällebecken drin, Freunde. Ey, ich bin hier echt langsam am Verzweifeln, Leute. Pranken die mich alle? Sind die heimlich nach Hause gegangen? Und ich bin hier alleine mittlerweile? Ich weiß es nicht. Ich glaube, vielleicht... Könnte hier jemand drin sein? Hallo? Ist hier jemand im Bällebad? Ist hier jemand im Bällebad? Nein, Leute, da ist auch niemand drin. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Oh, schnell weiter, schnell weiter, schnell weiter. Okay, wir müssen nochmal schauen. Hä? Leute, da hinten habe ich was gesehen. Da hinten habe ich was gesehen, Freunde. Warte mal, da hinten habe ich jemanden gesehen.
Den schnappen wir uns, Freunde, den schnappen wir uns. Leute, ich habe da zwei gesehen gerade. Oh mein Gott. Hä? Gott, das ist ein Prank. Ich habe da, glaube ich, gerade Marvin und Leontin gesehen. Jetzt haben die sich hier aber neu versteckt, Leute. Nein. Hey, Lukas! Alter, dich habe ich ja hier gar nicht erwartet. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich bin einmal dir immer hinterhergerannt. Alter, ehrenlos. Aber jetzt bist du raus. Aber weißt du was? Du bist der Erste. Kannst du vielleicht jemanden verraten? Weißt du, wo jemand versteckt ist hier? Was bietest du? Oh. Ich glaube, ich habe da was gehört. Ey, Marvin, jetzt reicht's aber! Ey, den habe ich gesehen, den Paul Berger. Du hast dich verraten, Junge. Für dich ist es aus mit den 10.000 Euro. Shit, Leute. Ey, aber ich hab so ein krass Versteck gehabt, Digga. Wo warst du? Da oben drauf war ich. Was? Ja. Bei den Helikoptern da oben? Ja, oben drauf. Was? Auf dem Vulkan. Ey, stimmt. Hey, ich war noch gar nicht auf dem Vulkan. Das war mein erstes Versteck. Oha, da habe ich ja noch gar nicht geschaut. Okay, Leute. Ey, Max, aufnehmen. Komm, ich habe eine Idee. Was denn? Wenn ich Geld von dir kriege, dann sage ich dir, wo einer ist. Oha. Aber warte mal, ich gehe erstmal auf den Vulkan, okay. Weil vielleicht ist da jemand drauf. Ja, okay. Okay, Freunde. Und Let's wir müssen go. Den Speedhack aktivieren. Schau, ist auf Kamera. Schafft er es? Oh, nein! Boah. Geht's? Alter, Bro. Warte mal. Ich komm. Muss die Paulberger Power aktivieren. Du musst links lang gehen. Warte, Paulberger Power. Paul Berger Power! Komm schon! Nein! Oh mein Gott! Halt dich an den grünen Dinger fest! Oh mein Gott! Oh mein Gott, jetzt ein Klimmzug! Oh mein Gott, Leute! Aber hier oben ist leider keiner! Oh Leute! Wow! Die ist übel steil! Wow! Okay! Aber Leute, wir müssen weiter, weil es fehlt noch Lukas BS und Leontin. Ich habe auch nur noch 6 Minuten, sehe ich gerade, und ich muss noch 2 weitere finden. Das ist gar nicht gut. Kann ich dir einen Tipp geben? Ja, gib mal einen Tipp, Marvin. Guck mal, das Ding ist, hast du überall geguckt, alle Ausgänge und eigentlich ist schon da einer. An den Ausgängen. Ja. Guck mal, Leute, die Trampoline, da muss nicht drauf gehen, weil das sehe ich ja, dass die nicht mehr. Warte mal, hier unten. Nein, hier kann man nicht hin. Aber was ist denn? Ja. Boah. Ey. Bro, das wäre ehrenlos, wenn da jemand aus dem Notausgang rausgegangen wäre. Ja. Alter, das wäre so ehrenlos, Leute. Oh. Freunde, ich gebe hier alles. Ich will keine 10.000 Euro verlieren. Geht nicht. Okay, das kann nicht sein. Die blaue Rutsche, Leute. Vielleicht ist da jemand drin, weil da bin ich am Anfang nicht runtergerutscht. Wir müssen da jetzt schnell hoch. So, komm. Leute. Oh mein Gott. Oh. Hier durch. Wir müssen jetzt ganz schnell zur blauen Rutsche. Wie kommen wir da am besten hin? Leute, ich habe die Orientierung verloren hier. Ich glaube, wir mussten hier geradeaus, Freunde. Da sind wir. Ey, Marvin, ja. Pass auf, dass da niemand rausrennt unten. Ich geh mal rein, okay? Genau. Du guckst, ich komme angerutscht. Okay, Leute, ich rutsche jetzt hier die blaue Rutsche runter. Wow. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Aber, ey, hier ist auch niemand. Komm schnell hoch. Bro, komm. Ich kann langsam nicht mehr. Wo sind die denn alle? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, Freunde. Die Zeit ist hier gleich abgelaufen und es fehlen noch 2 weitere. Wo können die denn sein, ey? Warte mal, was hast du gesagt? Du weißt, wo Lukas ja. ist? Ja. Wo ist er? Sag ich nicht. Ey, Bro. Obwohl eigentlich als Rache, weil er bei dem Monster-Truck mich verraten hat. Ja, Bro. Bro, komm, wo ist Lukas? Weißt du was? Hier, nimm das. Wo ist Lukas? 100 Euro, komm. Hey, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ja. Er ist da drin in dem... Da oben ist er? Ja. Okay, Bro. Warte, wir müssen jetzt schnell schauen. Wir gehen hier hoch. Ja. Warte, ich muss hier oben erstmal gucken. Ich habe für die Information 100 Euro gezahlt. Oh, Leute, was sagt die Zeit? Ich weiß es nicht, wir müssen uns beeilen. Oh, okay. Leute, hier wieder hoch. Wir müssen hier erstmal hochklettern. Oh.
Oh, schnell! Schnell, schnell, schnell! Oh. Hey, da unten! Ich hab da was gesehen! Bleib stehen, Junge! Ich hab dich gesehen! Oh mein Gott, Freunde! Wow! Wow, 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 wow! Wow! Hier seht ihr den Flucht. Fluchtversuch von Lukas. Ey, Lukas, du Faulberger! Ich hab dich doch gesehen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey! Ey, Max, ey, aber krasses Versteck! Sehr, sehr krasses Versteck! Danke, danke! Hab ich gewonnen? Nein! Leontin fehlt noch! Also, aber Leute, was sagt überhaupt die Zeit? Oh mein Gott! Leute, nur noch 2 Minuten 10! Ich muss jetzt alles geben! Sonst kriegt Leontin die 10.000 Euro! Oh mein Gott! Warte mal, Marvin! Marvin, du hast doch gerade gesagt, da hinten hast du was gesehen! Aus Hülfburg raus. Komm mal mit. Was? Man darf da doch nicht die Luft rauslassen. Komm, da waren wir ja auch schon drin. Bro, man darf hier doch nicht die Luft raus. Oh mal. Mein Gott. Jetzt fällt mir jemand, weißt du? Bro, Alter Marvin, man lässt hier die Luft raus. Ja, Digga. Guck mal, das Ding fällt hier voll zusammen. Oh mein Gott. Bro, ey, wir kriegen dafür safe voll Ärger, Leute. Sowas darf man nicht machen. Ey, mach das schnell wieder rein. Leontin ist eh nicht hier. Ey, Bro, Marvin dreht hier wieder völlig durch. Ey, hä? Wer hat hier gerade diese Kugel geworfen? Was? Hä? Leute, wer hat die gerade? Hier ist gerade so eine Kugel angeflogen. Ja, ich glaube, Leontin war das irgendwo. Leontin ist irgendwo. Ey, Bro. Wenn Leontin jetzt die 10.000 Euro bekommt, Leute, dann ist es wirklich... Wie alt ist Leontin überhaupt? 8. Dann ist es ein 8-Jähriger, der 10.000 Euro geschenkt bekommt. Oh mein Gott. Ey, das ist krank. Das ist wirklich krank. Okay, komm, weiter, 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 weiter. Wo kann er sein? Bro. Ey, ja, ich habe auch im Bällebad geschaut. Ey, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, Leute. Es sind nur noch 2 Minuten. Jungs, guckt überall. Ich gebe euch 100 Euro, wenn ihr mitsucht. Nein, das ist auch nicht. Oh mein Gott. Was? 5.000? Okay, Leute, 5.000 besser als 10.000. Okay, Lukas. Alter, dafür zahle ich jetzt 5.000 Euro für die Information. Oh mein Gott, nein. Ey, da hinten war ich noch gar nicht. Ey, es sind nur noch 14 Sekunden. Was? Oh mein Gott, das ist ja voll das OP-Versteck hier. Leute, aber... Da ist aber niemand. Das ist voll das krasse Versteck, aber hier ist niemand. Nein, Leute. Nein. Oh mein Gott, Leute, der Timer hat geklingelt. Die Zeit ist... Was? Leute, Leontin kriegt jetzt 10.000 Euro. Wo ist er denn? Oh mein Gott, da hinten ist er. Hä? Leontin, wo warst du denn? Hinterhergerannt bist. Ich bin da ganz schnell hochgerannt. Ich hab dich die ganze Zeit da so vorbeilaufen sehen. Ich so, what the fuck, wo geht der hin? Alter, und wo warst du jetzt gewesen am Ende? Und dann war ich dort. Aha. Ich zeig dir mal wo. Okay, zeig mir mal dein OP-Versteck jetzt. Ey Leute, jetzt bin ich gespannt, wo er war. Ich hab die Mitarbeiterin gefragt, ob die mir ein OP-Versteck. Was? Du hast die Mitarbeiterin gefragt? Ja. Alter, Leontin hat mich voll ausgetrickst, Leute. Ey, der Kleine ist richtig gefährlich hier. Boah, ey. Oh mein Gott, das hat mir Lukas gerade schon gezeigt. Da warst du drin. Ja. Alter, ganz ehrlich, Leontin, das ist aber wirklich krass. Komm mal raus hier. Weißt du, wo ich da noch war? Ja, okay, komm, zeig. Genau hier. Was? Hier unten, ne? Und als du ganz am Anfang dort warst, ja. Ich bin dieses Ding da so runtergesprungen. Alter, du hast ja richtig Action gemacht. Ey, ganz ehrlich, Leontin, komm mal mit vor. Oh mein Gott, Leute, ich hab's leider nicht geschafft, alle zu finden. Und zwar der Gewinner ist Leontin. Sehr, sehr stark. Ey, und Leute, das tut jetzt richtig weh. Leontin, das hier sind 10.000 Euro. Viel Spaß damit. Warte. Alter, oh mein Gott, Leute. Erzähl doch mal nach, Alter. Ey, krieg ich auch was? Was? Ey, richtiger Ehrenmann. Alter, ey, Leontin ist wirklich der größte Ehrenmann. Digga, du bist ein übelst Ehrenmann, Alter, Leontin. Krieg ich hab dir auch letztens gegeben, ne? Krieg ich auch noch mal was? Ey, gib mir sogar was zurück. Okay, das sind zwar keine 10.000, aber gib mir was zurück, Leute. Max, von mir kriegst du auch noch ein bisschen was. Oha, hä? Seit wann seid ihr alle so Ehrenmänner? Weißt du, ich hab eine Idee. Das ganze Geld nimmst du und dann kaufst du mir noch ein paar Bücher extra, okay? Boah, die schenkst du mir alle, Ehre. Okay? Leute, ich würde aber sagen, das soll es gewesen sein. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt die Jungs aus, Freunde. Und wenn ihr solche Formate supportet, dann checkt auf jeden Fall auch meinen Shop aus, iCrimex.shop. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex. Ciao. Ciao.